So, Gesetzesverstöße. Wenn man davon ausgeht, dass unsere Kanzlerin und die gesamte Bundesregierung ja offensichtlich Gesetzesverstöße begeht, indem sie ja Asylgesetze ignorieren, indem sie europäische Gesetze ignorieren und UN-Gesetze ignorieren, müssen wir ja der Annahme sein, dass unsere Kommunalpolitiker, die dieses unterstützen, ebenfalls gegen Gesetze verstoßen. Darum prüfen wir zurzeit, inwiefern es möglich ist, ganz besonders unsere Frau Barbara Ludwig anzuzeigen. Wir werden euch dazu auf den Laufenden halten und gegebenenfalls einen vorgefertigten Antrag bei Gelegenheit Montags hier verteilen. Ich glaube, vielleicht ist es nur hundertprozentig dran, dass die das bekommt, was sie verdient. Aber die müssen langsam mal verstehen, dass wir keinen Bock mehr drauf haben. Und die müssen einfach mal verstehen, dass wir einfach mal versuchen, auf normalem Wege das durchzusetzen, was wir wollen, wenn sie es schon immer auf der Reihe kriegen. Und jetzt hätte ich gerne den Heiko hier oben, er hat den weitesten Anfahrweg aus Thüringen, nehme ich mal an. Ist jemand weiter her als aus Thüringen? Dann herzlichen Applaus für unseren Heiko. Ja, hallo Freunde, liebe Chemnitzer. Herzlich willkommen zu unserer Demo im Kriegswinter 2015. Ja, so ist das, ne? SPD und CDU haben beschlossen, Deutschland zieht wieder in den Krieg. Und mittlerweile habe ich bereits aufgegeben mitzuzählen, den wievielten Krieg. Angefangen vom Ersten Weltkrieg, den die SPD durch die Bewilligung der Kriegskredite erst ermöglicht hat, bis über den Kosovo, Afghanistan, aktuell in Syrien, was die SPD alles mit zu verantworten hat. Nun wäre es nach den feigen Anschlägen von Paris von der Sache her völlig richtig, dem barbarischen Treiben des islamischen Staates endlich ein Ende zu setzen, seine Strukturen zu zerschlagen und den Menschen dort wieder eine lebenswerte Zukunft zu bieten. Nur leider ist es so, dass sich hinter diesem Handeln der Bundesregierung eine gewaltige politische Stinkbombe vermute. Unsere Bundesgynäkologin und Heerführerin, Frau von der Leyen, konnte sich in der Bundespressekonferenz nicht einmal selbstständig erklären, wie denn nun ihre Strategie und die Ziele der deutsch-französischen Verbände aussehen würden. Ihr militärischer Beisitzer beantwortete an ihrer Stelle die Frage mit ein paar Standardfloskeln aus dem Lehrbuch und man war danach so schlau wie zuvor. Jetzt möchte ich einmal meine Sicht der Dinge darlegen. Da existiert im Nahen Osten ein souveräner Staat. Und dieser souveräne Staat, der auch Mitglied der Vereinten Nationen ist, hat einen demokratisch gewählten Präsidenten, ob das manchen passt oder nicht. Und dieser Staat heißt Syrien und dieser gewählte Präsident heißt Bashar al-Assad. Ein äußerst gebildeter und wortgewandter Mensch übrigens. Unter ihm begann im Jahr 2000 der sogenannte Damaszener Frühling, welcher tiefgreifende demokratische Reformen zum Ziel hatte. Syrien hat heute ein Mehrparteiensystem, ein konkurrierendes Parteiensystem, ist also keine Diktatur, auch wenn wir das glauben sollen. Syrien wendet im Grundsatz die Scharia als Rechtsgrundlage an für Muslime. Aber jetzt kommt's. Syrien wendet als Rechtssystem für die christliche Minderheit den Codex Iuris Canonici, das römisch-katholische Kirchenrecht an. Und das ist schon sehr interessant. Nun ist es in der arabischen Welt so, dass der Frieden eines Staates davon abhängig ist, die verschiedenen Stammesinteressen, die unterschiedlichen Religionen bzw. unterschiedlichen Ausrichtungen des Islam in einem komplizierten Gleichgewicht zu halten. Man kann hier also ohne Übertreibung von einer diplomatischen Meisterleistung sprechen. Eine Eigenschaft übrigens, die den Politikern im Bundestag völlig fremd ist. Und nun... Und nun ist ja etwas passiert, was dieses komplizierte Gleichgewicht
dieses Arrangement nachhaltig zerstört hat. Und jetzt kommt die CIA ins Spiel. Man hat Stammesführer gekauft, man hat ihnen Macht versprochen, man hat rückkehrende Al-Qaida-Kämpfer gesammelt, man hat sie mit Geld ausgestattet, mit Waffen, und man hat sie daran ausgebildet. Und das Ergebnis dessen nennt sich heute Al-Nusra, Islamische Front oder eben auch Islamischer Staat. Das alles ist eine Ausgeburt der USA. Und man muss sich auch fragen, warum eigentlich dieses ganze Theater, warum krachte es in der Vergangenheit, zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak? Warum versucht man den Iran zu destabilisieren? Und was hat es mit dem sogenannten arabischen Frühling wirklich auf sich? Und warum eskaliert dort die Gewalt? Wer sich die geografische Lage dieser Länder anschaut, wird schnell erkennen, dass alle Länder an der Südgrenze der ehemaligen UdSSR betroffen sind. Und nicht nur das, sie verfügen auch über unermessliche Bodenschätze. Und sie verfügen traditionell über exzellente Beziehungen zu Russland. Gleichzeitig verzeichnen wir eine massive Aufrüstung der Staaten, welche an der Westgrenze Russlands liegen. Polen, Litauen, Estland und Lettland. Und wer noch klaren Blickes ist, der wird erkennen, dass das alles kein Zufall ist. Russland wird völlig eingekesselt. Und welche Regierung die Allianz mit den USA verweigert, wird gnadenlos destabilisiert. Und genau das traf ja auch auf die Ukraine zu. Das heißt, Russland hat gar keine andere Möglichkeit mehr, als seine enorme militärische Stärke ins Spiel zu bringen. Und das heißt, Russland kann keinen anderen Weg gehen, als so schnell wie möglich die Stabilität in die von Krieg und Terror gezeichneten Regionen zu bringen. Und ich finde, das machen sie ausgezeichnet. Da kann man dem Herrn Putin durchaus mal applaudieren. Warum also spielt sich der Hofnarr von Frau Merkel, Monsieur Hollande, plötzlich als Rächer der Witwen und Waisen auf? Und warum führt Frau Merkel die Bundeswehr erneut in einen völkerrechtswidrigen Krieg, für die sie gar kein UN-Mandat besitzt? Syriens Präsident hat Hollande oder Merkel nicht um Hilfe gesucht. Russland schon. Die Russen führen ihren Militäreinsatz völlig legal im Einklang mit dem Völkerrecht durch. Merkel und Hollande intervenieren in einem souveränen Staat ohne UN-Mandat. Das ist klarer Bruch des Völkerrechts. Sie verhalten sich völkerrechtswidrig. Schlussendlich geht es nur darum, dort eine gewisse Einflusssphäre der NATO zu sichern, bevor Syrien und Russland das Land endgültig befriedet haben. Liebe Freunde, ich habe die Befürchtung, dass die Geschichte dort unten völlig aus dem Ruder läuft. Ich befürchte, dass die Bundeswehr angewiesen werden könnte, eher die offiziellen syrischen Streitkräfte anzuvisieren und die russischen Streitkräfte zu provozieren. Und wenn wir das zulassen, dann steht der Dritte Weltkrieg vor der Tür. Merkel und von der Leyen sind Befehlsempfänger fremder Mächte, und das kann man auch nicht anders ausdrücken. Mit der Ära Merkel hat die deutsche Politik aufgehört, Politik für Deutsche zu machen. Mit Merkel haben wir bereits den zweiten Bundeskanzler in Folge, welcher bewusst auf eigene Kinder verzichtet hat. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber aus welcher Motivation heraus kann der Führer eines Staates Entscheidungen treffen, wenn durch diese Entscheidungen nicht auch das Leben der eigenen Nachkommen betroffen ist? Merkel hat keine Nachkommen. Mit ihrem Tod endet auch ihre Erblinie. Und es gibt keinen Sohn, es gibt keine Tochter, es gibt keine Enkel oder Urenkel, welche ihr das unmögliche Fehlverhalten postmortem zum Vorwurf machen könnten. Woher möchte diese Frau also ihr Verantwortungsbewusstsein schöpfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ihr Handeln keinerlei Konsequenzen für ihre Nachkommen haben wird, weil sie keine hat. Und ich sehe, dass ihr ungesetzliches, verfassungswidriges Treiben dem deutschen Volk und Europa großen Schaden zufügt. Deshalb sage ich, diese verdienstlose Kanzlerin muss weg. Diese Person verhält sich nicht wie eine Kanzlerin, sondern wie die Totengräberin der Nation. Merkel muss weg, und das so schnell wie möglich.
Ärger muss weg, genauso ist das. Und eines weiß ich auch noch, in der Politik passiert nichts zufällig. Wenn wir zurückschauen in das Revolutionsjahr 1989 und uns den Ablauf der Ereignisse vor Augen führen, sehen wir zugegebenermaßen ein gutes Beispiel für eine perfekte Inszenierung. Die Bürger waren damals mehr als bereit für eine grundlegende Wende. Man hatte von den kommunistischen Schmiertheater die Nase voll und die Anzahl der Ausreiseanträge war auf Rekordniveau. Und dann begann dieses politische Meisterstückchen von Helmut Kohl, dass einige DDR-Bürger in ausländischen bundesdeutschen Botschaften um Asyl ersuchten. Das war ja nichts Neues. Nur wurde bis zu den Ereignissen in Prag der Mantel des Schweigens über solche Vorfälle gedeckt, um Nachahmer dazu nicht zu animieren. Aber im Sommer 1989 war das anders. Die westlichen Medien berichteten plötzlich ausführlich darüber und veranlassten immer mehr Menschen in der Prager Botschaft Schutz zu suchen, um endlich ausreisen zu können. Zeitgleich wurde mit der ungarischen Regierung die Bedingungen für einen Abbau der Grenzanlagen ausgehandelt und das mitten in der Urlaubszeit. Die Ungarn haben im Gegenzug für die Öffnung großzügige Handelsprivilegien und Geld erhalten. Und nun ist genau das eingetreten, was dieser bekannte Witz uns gesagt hat, was macht man, wenn in der Berliner Mauer ein Loch ist? Man stellt sich in Leipzig an. Ja? Und jetzt ziehe ich wieder die Parallelen zu den aktuellen Ereignissen. Warum zum Geier kommen gerade jetzt so viele Menschen aus Afrika, aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus dem Nahen Osten? Und warum kommen sie plötzlich alle auf einmal zu Hunderttausenden, ja Millionen, obwohl die Konflikte dort schon seit Jahren herrschen? Und da muss man sehen, dass bereits im letzten Jahr, im Jahr 2014, von der Bundesregierung ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt wurde. Das fing an mit der Arbeitnehmer- und wirtschaftlichen Freizügigkeit innerhalb der EU. Das hat dazu geführt, dass vor allem Sinti und Roma in Deutschland Scheingewerbe anmeldeten, beziehungsweise das heute noch immer tun, um in Deutschland Grundsicherung zu beziehen. Das hört sich im ersten Moment blöd an, ist es aber nicht. Denn sie sind ja nicht verpflichtet, Gewinne zu machen. Man lebt und arbeitet in Deutschland, also hat man auch Anspruch auf Grundsicherung, wenn man nichts verdient mit dieser Arbeit. Dazu kommt, dass seit letztem Jahr EU-Bürger, welche in Deutschland arbeiten, für ihre im Ausland lebenden Kinder neben dem Kindergeld ihres Heimatlandes auch Anspruch auf deutsches Kindergeld haben. Ja? Und dann rechnet sich das für unsere Gastgewerbetreibenden folgendermaßen. Miete wird von der Grundsicherung bezahlt. Lebensunterhalt wird in Höhe von 399, ab Januar nächsten Jahres in Höhe von 404 Euro ausbezahlt. Kindergeld für die 5 Kinder im Heimatland 1018 Euro. Und dafür muss eine Sinti-Oma schon lange stricken und da wundert es niemanden mehr, dass es Hunderttausende nach Deutschland zieht. Dann kam es 2014 zum sogenannten Asylkompromiss. Im Gegenzug dafür, dass man sichere Herkunftsländer zu sicheren Herkunftsländern erklärt hat, setzten die Grünen das Prinzip Geldleistungen vor Sachleistungen durch. Ja, und auch die Freizügigkeit von sogenannten Asylbewerbern in Deutschland, also die freie Bewegungsfreiheit. Und last but not least lässt Frau Merkel durchsickern, dass Syrer in Deutschland quasi keine Prüfung ihres Asylantrags mehr zu befürchten haben. In Afrika, im Nahen Osten, liefen Werbevideos über die Fernsehsender und in den sozialen Medien. Und eigentlich kann man es Menschen ja auch nicht verübeln, wenn sie alles daran setzen, ins gelobte Land zu gelangen. Nur die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Und wir werden künftig ein Riesenproblem haben. Es wird einen Politikwechsel geben, da bin ich mir ganz sicher. Denn kein Land und kein Volk hält so eine verräterische Clique auf Dauer aus. Es rumort an der Basis der SPD, es rumort sogar in den Reihen der Linken und ganz gewaltig rumort es in den Reihen der CDU und CSU. Und wir werden irgendwann vor der Aufgabe stehen, die Millionen Menschen, die Merkel nach Deutschland geködert hat,
wieder in ihre Heimatländer zurückzuverbringen. Denn Deutschland ist ein hochmodernes Industrieland. Wir brauchen auf unserem Arbeitsmarkt hochqualifizierte, gebildete Menschen. Und der überwiegende Teil der Migranten bringt diese Voraussetzung eben nicht mit. Bei den meisten spricht man mittlerweile von funktionalen Analphabeten. Das heißt, 15- oder 16-Jährige verfügen gerade mal über einen Bildungsstand wie deutsche Kinder in einer dritten Klasse. Das heißt, womit die meisten uns künftig bereichern werden, ist ihre Anwesenheit in unserem Sozialsystem und sonst nichts. Und das, liebe Freunde, das kann Deutschland nicht verkraften, ohne dass unser Sozialsystem und unsere Wertegemeinschaft endgültig vor die Hunde geht. Und deshalb, es ist ganz wichtig, dass der Druck von der Straße permanent aufrechterhalten wird. Euer Mut und euer unermüdlicher, friedlicher Protest zeigen bereits Wirkung. Der Druck auf die Verantwortlichen dieser verhängnisvollen Politik steigt von Tag zu Tag. Im Ausland wird Pegida übrigens ganz anders wahrgenommen, als die hiesigen Medien uns das glauben machen wollen. Ihr braucht euch vor nachfolgenden Generationen nicht zu verstecken. Ihr könnt sagen, wir sind aktiv gegen diese verhängnisvolle Politik auf die Straße gegangen und wir haben nicht schweigend zugesehen. Liebe Freunde, wir werden uns in diesem Jahr wohl nicht mehr wiedersehen. Deshalb wünsche ich euch schon im Voraus ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest. Und genau das sind Traditionen, die wir uns auch erhalten müssen und wollen. Und wenn man die Kirchenglocken läuten hört, darf man sich auch ruhig mal bewusst machen, dass das leider nicht mehr in jeder Stadt in Deutschland selbstverständlich ist, weil dort der Muezzin von der Kanzel ruft. Ich danke euch. Herr Geigel, also ich persönlich finde es nicht so schlimm, dass unsere Kanzlerin keine Kinder hat. Ich kann mir auch noch einen anderen Grund vorstellen, warum das sein könnte. So, wollen wir laufen? Dann laufen wir.